Feiern! Lass feiern, ne? Feiern! Was ist das? Leute! In der Detektei Stahl kommt es gerade zum Wiedersehen zweier ehemaliger Kollegen. Thomas Berg war vor seiner Detektivlaufbahn Polizist und hat mit Frauke Walsch zusammengearbeitet. Das heutige Treffen ist jedoch nicht privater Natur. Die 32-Jährige braucht dringend Hilfe. Sie fürchtet um ihr Leben. Frauke, war das richtig? Genau, richtig. Könnten wir einfach der Tätigkeit ein bisschen verkürzen? Das ist einfacher für uns alle. Klar, ich bin Carsten, Julia, Pam und Jul Brunner kennst du ja schon. Jawohl. Dann erzähl mal, wie können wir dir helfen? Ich war kürzlich bei meiner Nachbarin und wollte sie eigentlich besuchen und bin dann bei ihr im Treppenhaus überfallen worden. Überfallen worden? Ja, von einem maskierten Mann. Okay. Ich habe dazu auch ein Video. Was? Ja. Konntest du doch ein Video damit reden? Ich nicht. Der Zufall ist mega. Ich habe so geschrien und mich zur Wehr gesetzt und meine Freundin hat es gehört und hat Gott sei Dank geistesgegenwärtig reagiert und hat es mit dem Handy aufgenommen. Das kann die wenigsten können sollten in dem Moment. Ja. Dann zeig mal her. Also es ist schon ziemlich heftig, wie ich das hier sehe, aber du setzt dich ja gut zur Wehr. Ich war sehr aggressiv. Hast du bestimmt eine Menge Angst gehabt in dem Moment, ne? Hab ich. Ich hab gedacht, mein letzter Stimmlein hat geschlagen. Okay. Alles klar, du hast das Ding ja schon auf dem Stick, den ich gedrückt habe. Ja. Ranzoomen, Hände anschauen. Ich will wissen, was der für Ringe trägt, wenn er welche trägt oder irgendwelche Merkmale hat. Ja, wir ziehen du hast den Moment nicht erkannt, oder? Ich habe ihn nicht erkannt, aber ich habe einen konkreten Verdacht. Du hast einen konkreten Verdacht? Ich glaube, es ist mein Arbeitskollege. Und warum Jens Dormann. Es hat viele Gründe. Also er ist zum einen mein Stalker gewesen. Also er wollte eine Affäre mit mir eingehen. Er ist verheiratet. Ich habe das vehement verneint. Okay. Und da ging es richtig zur Sache. Und ist ein Kollege von dir? Genau. Kennst du den auch? Nee, das war nach meiner Zeit. Okay, alles klar. Also die Sorgen von Frauke kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Da ich sie gut kenne, sie ist normal keine, die schnell Angst hat. Aber sie hat wirklich einen eingeschüchterten Eindruck gemacht. Da könnte noch mehr hinterstecken. Müssen wir auf jeden Fall aufklären. Er wurde zu Hause rausgeschmissen. Okay, ist dann im Alkoholverfall. Leider nicht, aber es ist gemeldet und er ist vom Dienst befreit worden. Jens Dormann hat ein starkes Motiv, Rachegelüste gegen Frauke Walsch zu hegen. Die Polizistin hat ein Foto ihres ehemaligen Kollegen dabei und nennt den Detektiven die aktuelle Adresse des Verdächtigen. Carsten Stahl erkennt den Ernst der Lage. Also das ist die beste und heißeste Spur, die wir haben. Mhm. Hier ist beide fangen sofort an, nimm die Ermittlungen auf und ich würde eins gerne machen, mit deinen Einverständnissen vorausgesetzt, dass wir kurz zu dir fahren, du ein paar Klamotten einpackst und dann würde ich dich ganz gerne in eine Pension bringen, wo nur wir wissen, dass du da wärst. Unser Auftrag lautet jetzt erstmal, ihre Sicherheit zu gewährleisten, dass da nicht mehr passiert und dann herauszukriegen, wer der maskierte Täter ist. Sie hat zwar einen Tatverdacht, aber ob der wirklich dahinter steckt, das müssen wir erstmal überprüfen. Julia Peroni und Thomas Berg haben direkt mit der Observation ihrer Zielperson begonnen. Der suspendierte Polizist ist von seiner Wohnung aus in die Innenstadt gefahren. Der Privatdetektiv folgt seiner Zielperson Jens Dormann in einen kleinen Supermarkt. Der verdächtige 35-Jährige steuert direkt die Regale mit dem Hochprozentigen an und greift beherzt zu. Hallo, wohnt hier einer? Wollt hier nicht übernachten? Aber wenn Sie sich noch langsamer bewegen, laufen Sie rückwärts. Und lass die Frau in Ruhe, du Spinner. Ja, okay. Was denn? Morgen, ich stehe die ganze Zeit hier rum. Was ist los? Schlecht geschlafen oder was? Die drei Pullen, wie teuer? 15 Euro, bitte. So, bitteschön. Dankeschön. Die Detektive haben es allem Anschein nach mit einem äußerst unangenehmen Zeitgenossen zu tun. Aber hat Jens Dormann auch Frauke Walsch angegriffen? Oh ja. Der Typ ist total schmerzfrei, hat sich ein paar Kannen Schnaps geholt, pisst an die Hauswand. Der suspendierte Polizist setzt tatsächlich die Schnapsflasche an und macht sich fahrbereit. Thomas Berg greift sofort ein. Ah, ne, du kannst aber knicken noch. Freund. Alter, was soll das? Und hier ist Ende der Fahrt. Alter, den Schlüssel her, aber hast du eine Packung oder was, du Vergiss Spinner? Es. Ich ruf mal die Polizei, ne? Ruf mal. Sieh zu, dass ich meinen Schlüssel wieder krieg. Was soll die Scheiße? Ja, mach mal. Hallo, ey, den Schlüssel her, aber geht's dir doch gut? Was soll die Scheiße? Freund. Was interessiert dich das? Gib das mir meinen Schlüssel mich. Und dann ist gut. Im Wohle der Allgemeinheit mal, interessiert hast du mich eine das. Macke oder was? Am nächsten Tag sind die Detektive mit der Auftraggeberin in der Base verabredet. Die Polizistin ist fix und fertig. Sie hat von ihren Kollegen erfahren, dass gestern Nachmittag in ihre Wohnung eingebrochen wurde.
Sie war zu der Zeit glücklicherweise in der Pension. Die ganze Wohnung ist verwüstet. Ist alles platt gemacht. Absolut. Gibt's auch nicht. Polizei war da, Spuren gesichert. Alles, da nichts gefunden, gar nichts. Da war einer ganz gründlich. Aber richtig, das haben sie auch gesagt. So weißt du, was das größte Problem ist? Wir haben ja nur deinen Tatverdächtigen überprüft und der kann es dann aber nicht gewesen sein. Die war die ganze Zeit dran. Wer könnte außer Jens Dormann einen Grund haben, sich an der 32-Jährigen zu rächen? Die junge Polizistin hat sich durch ihre Arbeit nicht nur Freunde gemacht. Und Pitt Schmelzer. Pitt Schmelzer. Der wär's doch eigentlich. Der hat ja das. Wir hatten mal eine Straßenkontrolle und dann konnte er sich nicht ausweisen. Ja. Wir sind zu ihm in die Wohnung gefahren, haben seine Personalien aufgenommen. Als ich das durchgegeben habe, haben wir festgestellt, dass er zur Verhaftung ausgesetzt worden ist. Und wir mussten ihn festnehmen. Und das Schlimmste war ja, seine Kinder, die waren so verwahrlost. Ich konnte das nicht mit angucken. Das ist doch eine dicke Sache. Also hast du ihn einfahren lassen in den Bau und hast ihm die Kinder abgenommen. Ja. Drei Namen von Straftätern. Pitt Schnelzer hat das stärkste Motiv. Thomas Berg erklärt den Zuhälter zum Hauptverdächtigen. So sieht es aus. Was habt ihr vielleicht im Keller gefunden? Ja, das ist unser Mann. Am nächsten Tag kümmert sich Carsten Stahl persönlich um die Sicherheit seiner Auftraggeberin, die wieder in ihre Wohnung gezogen ist. Seine Mitarbeiter haben zwischenzeitlich Informationen über den dringend Tatverdächtigen Pitt Schnelzer gesammelt. So, hier. Pitt Schnelzer, unser Mann. Ja. Schöne Fahndungsfoto. Ist seit 2 Wochen aus der Haft entlassen, kommt für alle Taten in Frage, die dich betreffen. Ist seiner Meldepflicht nicht nachgekommen. Wir haben also nichts über den. Einzige Chance ist, der hat den Zellengenossen. Mike Schameit hat. Gesundheit, okay. Genau, und der über ist den leider so, über den. Wir hoffen, dass der, weil die jahrelang eingesessen haben, zusammen, dass der was weiß. Okay, steht doch mal an, wie rotzfrech der hier in das Foto grinst. Der Typ ist rätselig, der will sich profilieren. Das ist das Beste, was wir jetzt machen können. Zwei Tage später verfügen die Ermittler über einen richterlichen Beschluss und haben einen Besuchstermin bei Mike Schameitert in der Justizvollzugsanstalt. Die Detektive hoffen, dass sich ihr Hauptverdächtiger vor seiner Haftentlassung seinem Zellengenossen anvertraut hat. Da ist er schon. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Wir fangen mit Mike Schameitert. Ja. Super. Mike, hi. Ich bin Thomas, Kollegin Julia. Wir haben mal 2, 3 Fragen an dich. Kennst du den? Ach, der Beat. Na klar kenn ich den. Hab so einen Hals auf den Arschloch. Warum? Der hat mich verpfeffert. Das war mein bester Kumpel. Jetzt muss ich hier länger sitzen wegen ihm. Der Häftling hat mit seinem ehemaligen Kumpanen noch eine Rechnung offen und freut sich, ihm eins auswischen zu können. Es geht das Gerücht um, dass Pitt Schnelzer wieder als Zuhälter arbeitet. Hier kriegt man halt einiges mit und so. Wenn du dich analysieren möchtest, geh doch zu Anastasia, Luisenstraße. Okay. Luisenstraße, Anastasia. Ja, okay. Ja, das ist so eine brisante Ecke, dann sagt man das ja, alles klar. Noch am selben Tag folgen die Privatdetektive dem Hinweis. Der Wohnwagen von Anastasia ist nicht zu übersehen. Da steht auch ein Wohnwagen. Da steht auch Anastasia, schau mal. Und da sehe ich auch blonde Haare, die sich bewegen. Siehst du das? Ja. Da haben wir doch schon mal einen Treffer. Das ist doch schon mal was. Ja. Ja. Okay. Schnalle ich mich schon voll lauter Schreck ab? Doch, stellen wir uns schön hin, ein bisschen abgesetzt hin, dass wir das Ding im Auge haben. Gucken wir mal, ne? Dann schauen wir mal, was da passiert noch, ne? Die Ermittler stellen sich auf eine langwierige Observation ein. Es ist ungewiss, ob sich Pitt Schnelzer hier und heute überhaupt blicken lässt. Die Geduld von Julia Peroni und ihrem Kollegen Thomas Berg wird auf eine harte Probe gestellt. Doch das gehört zum Berufsalltag eines Detektivs dazu. Und meistens zahlt sich das Warten aus. Da packt ein Auto. Das ist der doch. Der Fahrer. Guck mal, er. Ja, und wer ist der andere? Keine Ahnung. Den habe ich auch nicht von vorne gesehen, aber er ist das garantiert. Hey, der Bart, die Frisur. Wenn die jetzt da reingehen, ich gehe mal hinterher, vielleicht kriege ich was mit. Guck, aber sei bloß vorsichtig. Ja, ja. Mit dem Typen ist bestimmt nicht gut. Mach dir keine Sorgen, krieg das schon hin. Ja, Julia geht jetzt zu dem Wohnwagen.
So ganz wohl ist mir nicht dabei, weil es gefährlich werden könnte. Also sie guckt, ob sie was mitkriegt. Will die Zielperson lediglich die Dienste der Prostituierten in Anspruch nehmen? Oder führen den früheren Zuhälter geschäftliche Gründe hierher? Giulia Peroni filmt das Zusammentreffen. Du musst mehr arbeiten, verstehst du mich? Mehr, du musst dir was einfallen lassen. Ich reiß mir doch den Arsch auf, Mann. Ja, du musst nicht nur den Arsch aufreißen, du musst auch mal was anderes aufreißen jetzt, ja? Was meinst du, wenn ich mich mal aufreiße hier? Dann erlebst du mal was hier. Das ist mir scheißegal. Du hast keine Ahnung von dem Job. Nee, doch, ich hab Ahnung. Sonst würdest du nicht hier arbeiten, ja? Ich kassiere die Kohle und du musst die Arbeit bringen. Das ist mir scheißegal und das muss mehr werden. Haben wir es verstanden? Bist nicht der Arbeit. Nee, interessiert mich nicht. Du machst das, was ich dir sage und das muss mehr werden. Ich tue das ja alles. Nicht. Nee. Ich mach das ja alles. Mehr machen. Nicht alles. Mehr. Und benutze dein Köpfchen, ja? Und glaub uns, wir kommen wieder. Giulia Peroni nimmt die Beine in die Hand. Nach dieser Aktion gibt es keinen Zweifel mehr. Pitt Schnelzer schreckt nicht davor zurück, Frauen Gewalt anzutun. Das Team der Detektei Stahl nimmt die Verfolgung auf. Endstation? Ein einsamer Parkplatz. Wir sind den Zielpersonen jetzt bis hierhin gefolgt. Das ist eine ganz verlassene Ecke hier. Wir sitzen beide im Auto. Wir wissen nicht, was wir machen. Sieht nach einer Verabredung oder einem Treffen aus. Wir werden jetzt weiter beobachten. Aber die warten doch auf was. Ja, ja klar. Hier vorhin verfährst du dich nicht, ne? Nee. Der Park daneben? Genau daneben, ja. Kannst du. Nee, die steigen raus. Jetzt haben sie doch gewartet. Ja, der sah auch nicht seriös aus, der Fahrer. Ich hab den Fahrer, glaub ich, den gar nicht angeguckt. Ich hab die Augen vom Auto da hinten reingegangen. Ich was hältst du davon, wenn du mir recht mit Kurs vorhast? Das hat keinen Zweck, das ist zu meinem. Ja, ich geh mal raus, bevor alles vorbei ist. Ja, ein, zwei, okay. Ja, komm, ich glaub, der wird schon stimmen. Das passt, ja. So, jetzt haben wir ja das Zimmer. Ist ja auch okay. Ja, das sieht gut aus. Baby, super. Du kennst mich. Rein. Wenn du was brauchst, ne? Alles klar. Mach's gut. Ja. Tschüss. So, guck mal gleich hinten rein, hier, das Teil. Was befindet sich in dem Paket? Thomas Berg rennt zu seiner Kollegin zurück. Der Detektiv glaubt nicht, Zeuge eines Drogendeals geworden zu sein. Und, was konntest du mitkriegen? Der Typ in dem schwarzen Auto hat den Zweien so ein dickes Paket übergeben, mit Folie eingewickelt. Aber konntest du nicht sehen, was das ist? Nee. Wir hoffen nicht, dass er jetzt zu unserer Auftraggeberin fährt und da irgendwas Schlimmes anrichtet. Wir sind auf jeden Fall voll in Alarmbereitschaft und werden uns jetzt dranhängen. Thomas Berg soll mit seiner Befürchtung Recht behalten. Pitt Schnelzer und sein Begleiter haben die Adresse von Frauke Walsch angesteuert. Die Detektive vermuten, dass ihre Zielperson nun zum nächsten Anschlag auf die Polizistin ausholt. Die zwei sind jetzt an der Tür, verschaffen sich Zutritt. Alles klar, gut. Bis gleich. Ciao. Carsten Stahl übernimmt nach wie vor den Personenschutz von Frauke Walsch. Die Polizei ist informiert. Pitt Schnelzer und sein Komplize sind soeben im Keller des Mehrfamilienhauses verschwunden. Ist noch unter im Keller. Wo ist der Hof? Warte, sucht er wohl. Sicher, genau. Alles klar. Du machst nicht was? Mach mich nicht sehen. Hände halt! Halt deine Fresse! Die Hände! Was willst denn du? Was hast du, mein Freund? Was hab ich gerade gehört? Gasleitung? Hast du einen Sprengsatz gelegt? Ich bete für Gott, dass du dir nicht versucht hast. In den Kindern hier. Hier sind Kinder. Halt deine Fresse! Das geht nicht an, Mann. Das geht mich nicht an? Das werden wir wirklich sehen, ob mir das was angeht. Wenn das, wenn das da um Sprengstoff ist, Alter, dann bist du richtig dran. Tommy, alles in Ordnung? Pitt Schnelzer hat Polizistin Frauke Walsch bis heute nicht verziehen, dass sie damals das Jugendamt eingeschaltet hat, woraufhin ihm seine Kinder weggenommen wurden.
Dass bei seinem geplanten Sprengstoffanschlag ganze Familien ausgelöscht werden könnten, lässt ihn vollkommen kalt. Du bist allein schuld. Hallo, wir haben uns verloren. Viele Kinder im Haus. Zerstört mein Haus. Spinnst du? Lass mich in Ruhe. Bist du nicht mehr ganz sicher, du Vollidiot? Was hast du gesagt? Wie nennst du die Frau? Wie? Das einzige Stück Scheiße, was hier rum bist, bist du. Mein Freund, das sind Kinder. Kinder sind da drin. Du vergreifst dich an Kindern, du Stück Scheiße. Ich verstehe dich nicht. Sprech mal anständig. Da ist denn die Wohle. Ach, da sind sie ja schon. Zu übernehmen. So, pass mal auf, du. Jetzt greif mir richtig zu. Okay, hast du ihn? Hast du ihn? Ja, alles klar. Weg jetzt! Du, mein Freund! Soll ich dich auslocken, dann erzähle es! Also, ihr sagt mir mal, ey! Alles klar. Ha? Ist hier gut? Hier drin, Sprengstoffanschlag. Da drin ist doch Sprengstoff. Ihr müsst den Sonderkommandant rufen. Ja? Die wollten hier mehrere Menschen umbringen. Ohne Rücksicht auf Verletzte, nur um im Endeffekt der Frauke eins auszuwischen. Wie bescheuert muss man sein? Und ich bin so froh, dass mein Team und ich das hier vereiteln konnten. Die Typen fahren jetzt mindestens für 10 bis 15 Jahre ein. Und danach kommt Sicherheitsverwahrung. Und dann hoffe ich, dass sie da drin ihre Lektionen bekommen, auf ganz andere Art und Weise. Und dann werden sie mal sehen, wie das abgeht, wenn Stärkere sich an Schwächeren vergreifen. Das ist hier das Schlimmste, was man sich erleben kann. Und ich bin wirklich stolz und froh, dass wir das hier verhindern konnten. Ich weiß zwar nicht, ob ich die nächsten Tage noch mal ruhig schlafen kann, aber ich bin super zufrieden mit der Arbeit der Privatdetektive. Das war eine großartige Leistung, vor allem Thomas. Da waren wir ja einmal eine große Hilfe. Vielen, vielen Dank für die ganze Unterstützung. Das gerne gemacht. Wirklich. Danke. Ich bin auch froh, dass das noch mal so glatt gelaufen ist. Und das ist eine tolle Kollegin. Danke. Da warst du. Und ich bin immer für dich da. Das weiß ich. Auf dich kann man sich verlassen. Sauber. Pitt Schnelzer erhielt in einem späteren Verfahren eine Freiheitsstrafe von 11 Monaten wegen Körperverletzung. Auftraggeberin und Polizistin Frauke Walsch kann endlich wieder ihren normalen Dienst verrichten.